Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Retoure notiert. Dafür gehen wir auf Verkauf, Retoure und haben nun in diesem Retourenmodul die Möglichkeit, entweder nach der Kundennummer zu suchen oder aber auch, wenn wir die Kundennummer nicht wissen, auf das Suchsymbol zu klicken und hier den Namen einzugeben. Leider können wir hier nicht mit der Bestätigungstaste weiter, sondern müssen auf das Suchsymbol drücken, um es zu aktualisieren. Wir klicken nun auf den Artikel entweder doppelt oder per Auswahlbutton, um den Kunden zu übernehmen. Wir haben nun die Möglichkeit, oder hätten diese auch schon vorher gehabt, nur die Auftragsnummer oder Lieferscheinnummer einzugeben und danach zu suchen. Dann hätten wir auch nicht einmal die Kundennummer eingeben müssen. Suchen wir jetzt einmal danach und haben hier die Möglichkeit, entweder durch die verschiedenen Belege zu klicken und uns die Artikel anzuzeigen, oder aber auch dies uns direkt hier zu filtern. Und per Doppelklick oder der Auswahltaste einfach diese Artikel zu übernehmen. Andere Möglichkeit wäre aber auch über Vorgänge, Positionsübersicht. Hier haben wir nun etliche Filtermöglichkeiten. Er hat hier beispielsweise schon die Kundennummer übernommen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir erfahren haben, dass am 29.11. dieser Lieferschein geschrieben wurde, dies hier einzutragen. Natürlich tragen wir hier dann auch den Wert ein. Und um nun wirklich einen eindeutigen Treffer zu finden, gebe ich nun auch die Artikelnummer ein. Zu guter Letzt aktualisieren wir die Angaben, indem wir nochmal auf das Suchsymbol drücken und können per Doppelklick diesen Artikel in die Retoure übernehmen. Das System bemerkt zukünftig, ob bereits eine Rechnung erzeugt wurde oder nicht und setzt hier dementsprechend einen Haken, wenn nur ein Lieferschein erzeugt wurde, oder aber auch nimmt diesen Haken raus, wenn bereits eine Rechnung erstellt wurde. Wenn dieser Haken gesetzt ist, wird automatisch im Auftrag unter dem Sperrstatus die Fakturasperre eingestellt, sodass erst gar keine Rechnung erstellt werden kann. Wir füllen nun die notwendigen Felder noch aus, wie beispielsweise bei Retourenart die Warenretoure, geben den Reklamationsgrund an und hinterlegen gegebenenfalls eine Rücknahmegebühr. Hier haben wir das Feld in Euro. Mit einem Doppelklick auf den Artikel können wir aber auch die Rücknahmegebühr in Prozent hinterlegen und mit dem Haken abspeichern. Zu guter Letzt setzen wir noch den Abschluss und drucken den Retourenschein aus. In meinem Fall zeige ich ihn nur an. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, wenn wir diesen Artikel markieren, eine Nachlieferung oder eine Bestellung zu erzeugen. Nachlieferung macht beispielsweise Sinn, wenn wir die falsche Ware kommissioniert haben und diese schnellstmöglich nachgeliefert werden soll. Drücken wir in unserem Fall auf die Nachlieferung. Er fragt, ob die markierte Position einen Nachlieferungsauftrag erstellt werden soll. Wir bestätigen. Geben noch die Belegart an und übernehmen. Und er erstellt uns hier einen Nachlieferungsauftrag. Diesen müssten wir aber jetzt auch nochmal im Auftragsmodul eingeben und auf Abschluss drücken. Dasselbe Prozedere können wir auch mit der Bestellung machen. Dann wird uns hier eine Bestellungsnummer angezeigt. Diese müssen wir aber noch einmal kontrollieren und per Abschluss bestätigen.